Hey Leute, kann sein, dass es heute ein bisschen länger wird. Es ist donnerstagsabends und es ist 20 nach 10. Ich weiß nicht, warum ich es nicht schaffe. Also ich komme so gegen 9, 10 Uhr von der Arbeit nach Hause an. Und eigentlich wäre es kein Thema zu sagen, ich brauche eine halbe Stunde und dann kann ich anfangen, einen Vlog aufzuzeichnen und das hat noch nie funktioniert. Ich bin darin nicht gut. Es wird bei mir immer später. Ich habe keine Ahnung, warum. Naja, also, was wollte ich sagen? Wenn ihr Timestamps sehen wollt, und dann sind die möglicherweise schon als Kommentar unter diesem Video verlinkt. Denn ich hatte das letzte Mal schon mal gesagt, Timo hat einfach angefangen, Timestamps, also die Kapitelmarken, rauszuschreiben. Und wenn das passiert ist und dann ist das als Kommentar ganz oben angepinnt und dann könnt ihr auf die verschiedenen Zeitmarken drücken und dann springt ihr in die Kapitel, also wo ich ein Liquid teste oder irgendwas ausprobiere oder ein Bier aufmache oder so. Ja, was es diese Woche nicht gibt, ist eine Verlosung, aber die gab es vor 2 Wochen und die haben wir vor einer Woche ausgelost. Was mir jetzt aber noch fehlt, ist ein Gewinner. Ich habe Poldi ausgelost und Poldi hat sich nicht gemeldet. Poldi, melde dich. Wenn jemand Poldi kennt, sagt Poldi Bescheid, dass er sich mal meldet. Denn es gibt hier immer noch dieses Paket. Das würde ich ihm gerne mal schicken. Ich weiß nie genau, wie ich es machen soll. Also früher gab es Privatnachrichten bei YouTube und YouTube hat es dummerweise abgeschafft. YouTube hat ein paar sehr nützliche Dinge abgeschafft. Und das eine waren wirklich Privatnachrichten. Es gibt keine Möglichkeit mehr, und zwar keine, einen Benutzer, eine Benutzerin zu kontaktieren. Das ging. Das haben sie weggenommen. Und das ist ein bisschen doof, weil ich wüsste nicht, wie ich es sonst machen könnte. Wenn ihr eine Idee habt, hier unten ist ein Kommentarfeld, sagt Bescheid. Es gibt keine Plattform, auf der ich sonst auslosen könnte, weil ich bin nicht auf Insta, ich bin nicht auf Facebook, ich bin auf Twitter, aber da ist ja sonst keiner. Es ist ein bisschen schwierig. Also, wenn jemand eine Idee hat, ja, schreibt mir was. Vielleicht gibt es ja Leute, die es irgendwie gelöst haben. Dann habe ich einen Kommentar gekriegt von Doan. Doan hat reagiert auf die letzte Sendung, in der ich einen Kaffee getrunken habe. Und Doan sagt, ohne Bier geht gar nicht. Und Alter, du hast recht. Deswegen trinken wir heute wieder ein Bier. Der dicke Mann aus dem Norden, Tjark, hat mir ein Versorgungspaket geschickt mit diversem und unter anderem jede Menge Bier und hübsches Bier. Guckt euch das mal an. Also das ist, das sieht richtig cool edel aus. Das ist ein Braunbier von der Brauerei Borchardt. Ich muss mal gerade gucken, da war noch so ein Ding drumherum. Landhausbrauerei Borchardt GmbH aus Lünne. Frische Emsland Braukultur. Und da habe ich ein bisschen Bock drauf. Tjark, vielen, vielen lieben Dank. Hoi. Da war ganz schön was drauf. Moment. Keine Sauerei. Ja, das Problem bei kleinen Brauereien ist halt, dass da zwischendurch auch mal ein bisschen was schwankt und dann, das ist jetzt natürlich nicht so 100% abgestimmt wie so ein Bitburger, wo man davon ausgehen muss, es wird nichts überlaufen oder so. Bei kleinen Brauereien passiert das schon mal. Das nennt sich übrigens Gushing, wenn das beim Bier passiert. Und es gibt Biere, die können ewig lang stillstehen und das passiert dann trotzdem. Also das war jetzt auch nicht geschüttelt. Und das Witzige ist, die kompletten Ursachen für Gushing sind bis heute noch nicht ganz geklärt. Also da sind die Brauer sind sich da irgendwie noch uneins. So, geht gut los. Riesensauerei gemacht. Das Bier hat einen Henkel zum Ausschenken. Ich find's toll. Oh, und das, ja, schäumt gut. Das dauert ein bisschen. Also Tjark hat mir, wie gesagt, das Paket geschickt. Es waren einige Biere drin und es war, und da haben wir uns die ganze Zeit gefragt, wann geht denn das mal los, der Möllner RDR war drin.
Ich hatte ja gesagt, ich hätte gern einen. Ich hätte gern einen neuen Single-Coiler. Und der ist jetzt angekommen. Und den gucken wir uns heute auf jeden Fall an. Ich packe den mal zurück in seine Packung. Dann können wir nachher so ein richtiges Unboxing machen. Ist Quatsch, aber irgendwie gut. Ist egal jetzt. Also das ist jetzt nicht die schönste Schaumkrone. Ich hätte das auch viel, viel langsamer einschenken können. Aber Grim Green sagt immer, drink through the head like a man. Auf euch. Prost. Dunkles Bernstein. Ist leicht trüb. Spritzig wie die Sau. Und dafür, dass es so dunkel ist, hat es genug Malzkörper. Hopfenkörper. Also Malz hat es sowieso. Das sieht man schon an der Farbe. Und es ist auch ein bisschen, es ist ein bisschen süßlich. Es ist nicht zu herb, aber es ist jetzt auch nicht wie ein langweiliges Malzbier oder so. Es ist gut. Es ist spritzig ohne Ende. Also man sieht hier auch die Blasen aufsteigen wie verrückt. Das ist ein cooles Winterbier. Ich mach mal ein Foto. Denn ich will das nachher auf meinen Untappd-Account hochschubsen. Habe ich schon ein paar Mal erwähnt. Untappd ist ein Netzwerk, in dem man sich gegenseitig zeigt, was man so an Bieren getrunken hat. Das ist irgendwie so zwischen Anprosterei und Angeberei, wer die cooleren Biere trinkt, auch so ein bisschen. Aber auch vor allem, um sich irgendwie gegenseitig Inspiration zu geben, was es noch so gibt. Und ich nutze es auch so ein bisschen, um mir selbst zu merken, was mir geschmeckt hat, was ich bisher getrunken habe. Und das kommt hier auf jeden Fall rein. Jo, das schmeckt mir gut. Ich hätte jetzt gedacht, weil es ein Braunbier ist, es wäre irgendwie schwerer. Es ist sehr leicht. Und das hier kann man auch locker im Sommer trinken. Das kann man auch locker eiskalt trinken. Also, das ist jetzt nicht so was Bockiges, wofür man irgendwie so 15 Grad Trinktemperatur braucht und das vor dem Kamin erst so richtig Sinn macht und aus der Flasche gelaufen kommt wie Altöl. Nee, das ist ich würde wieder sagen, Trinkbier, die Leute finden das seltsam, wenn ich Trinkbier sage. Aber ich mache einen Unterschied zwischen einem Trinkbier und einem reinen Genussbier, von dem man halt sagen kann, da trinke ich ein Glas oder eine Flasche und dann ist es vorbei. Das hier ist auch so eins, davon kann man mehrere Flaschen trinken. Deswegen nenne ich die Trinkbier. Die Amis sagen Sessionable zu diesen Bieren. Übrigens, wie immer, im Aroma Miser Supreme RTA V2 von der Firma Steamcrave auf der Magma Famo Vape ist Blackline. So, ich mische halt immer 200 ml an und das hält eine Zeit lang und wenn die durch sind und dann mache ich weiter mit Blue oder mit Greenline. Das kommt auch alles eigentlich immer in die gleiche Vorratsflasche. Die wird nur einmal ausgeschwenkt und das müsste nicht mal sein, denn die Sachen verstehen sich untereinander sehr gut und das sind Geschmäcker, die werden mir nicht langweilig und sie sind freundlich zur Watte. Also ich kann die immer. Und ich habe auch in Kommentaren gelesen, dass einige mittlerweile drauf abfahren, einfach weil es ja gute, alltagstaugliche Liquids sind. So. Also, aus dem Paket von Tjark haben wir hier den Mjölnir RDA. Ich hatte schon vor einigen Vlogs, mittlerweile sind es ja ein paar, drüber geredet, dass ich gerne einen neuen Single-Coil RDA hätte. Ich hatte die ganze Zeit, habe ich ihn jetzt hier, er steht irgendwo da hinten, den Drop Solo und der ist nicht schlecht, aber zwei Dinge. Erstens
er hat angefangen, nicht mehr gut aufeinander zu passen. Ich habe keine Ahnung, was da passiert ist. Die Top Cap passt nicht mehr 100% geil auf das Deck. Und das liegt nicht an O-Ring. Da geht es wunderbar drüber. Aber irgendwie hängt das alles immer so ein bisschen verkantet in der Luft. Und das Zweite ist, er ist kein Geschmackswunder. Ich habe eine Custom-Coil drin, die mir Bloxy gedreht hat. Aber es wird besser. Trotzdem ist es jetzt nicht so, dass ich sage, das ist eigentlich der Tröpfler, von dem ich sagen würde, wenn du super geilen Geschmack willst, nimm den. Sondern wenn du einen kleinen willst, der ein Single-Coiler ist, der so halbwegs Geschmack hat, nimm den. Er ist nicht so richtig cool. Und das hier ist der Mjölnir, der kommt in dieser Box. Das ist, keine Ahnung, irgendein Metall. Von der Firma Cthulhu Mod. Und hier sieht man auch schon die Farbe. Er wird schwarz sein. Ich schraube das Ding mal auf. Und er ist schwarz. Hier haben wir erstmal den Tröpfler an sich. Den packe ich mal zur Seite. Da gucken wir gleich. Dann gibt es einen 510er Adapter und noch ein zusätzliches Drip-Tip. Das ist so gefrosteter Kunststoff. Ganz schick. Ein 510er halt. Und darunter haben wir erstmal, da würde Django sagen, Quatsch. Und ein Zubehörtütchen. Da haben wir einmal einen Squonk-Pin drin. Da haben wir ein paar Ersatzschrauben drin. Da haben wir zwei verschieden große Inbusschlüssel, ein kleiner Schraubenzieher. Jo, also alles, was man braucht. Außerdem noch ein paar zusätzliche Madenschrauben. Ach, das sind auch Madenschrauben mit Schlitz dabei. Das ist ja cool. Dann sollte ich die vielleicht mal tauschen. Okay. Und werfen wir einen Blick auf den RDA. Das ist er. ...24 mm. Hier und hier sind seitlich die Airflow-Schlitze. Hier oben sitzt ein 18er Drip-Tip, das mitgeliefert wird. Ich gehe mal davon aus, dass es das ist, was mitgeliefert wird. Also das ist ja gebraucht. Ich habe gesagt, ich nehme es lieber gebraucht, weil dann kauft man nichts Neues und bevor es in der Schublade versauert, nehme ich das. Aber ich gehe mal davon aus, dass das alles irgendwie die Originalteile sind, die dabei waren. Jo. Das ist dieses 18er. Ich schraube mal gerade auf, damit ich ihn auseinandernehmen kann. Um Gottes Willen. Erstmal irgendwas runterschmeißen. Hier sehen wir das Wickeldeck. Ich habe schon eine Coil drin verbastelt. Das ist eine Coil, ich kann euch nicht sagen, wo sie herkommt. Ich hatte sie noch im Büro und es ist eine 0,5 Ohm Clapton Coil. Ich schätze mal aus Nickel-Chrom, so wie sie anspringt. So, jetzt haben wir in diesem Wickeldeck hier einmal die Posts. Das sind fette Posts und in denen wird seitlich die Wicklung eingeklemmt. Das heißt, hier oben sitzen Madenschrauben, die werden hochgeschraubt und hier drunter wird dann die Wicklung eingeklemmt. Das geht sehr gut, sehr stressfrei. Darunter sitzt die Airflow, die ist ziemlich groß, die hat einen großen Auslass und die Coil hier deckt sie, wie man sieht, ziemlich genau ab. Dann haben wir hier an der Seite die Bereiche, wo die Watte anschließend reinkommt. Das ist riesig. Ich habe keine Ahnung, wie viel Liquid da jetzt reinpassen wird, aber es ist eigentlich schon wie ein kleiner Tank. Also da passt unfassbar viel rein, unfassbar viel Watte und unfassbar viel Liquid. Das Ding hier irgendwie zum Überlaufen zu bringen, da muss man echt schon ein schlechtes Händchen für sowas haben. Und dann sehen wir hier an der Seite den Airflow-Einlass. Der geht einmal hier unten durch und kommt hier oben wieder raus. Drehen wir das Deck mal runter. Hier unten sitzt der Pin. Das ist jetzt eine Schlitzschraube und das ist ein normaler Pin. Es liegt noch ein Squonk-Pin mit bei. Und dafür gibt es auch einen Inbusschlüssel, um die reindrehen zu können. Ja, und der Rest ist halt so Gelaber auf der Unterseite. Im Großen und Ganzen ist das schon der ganze Verdampfer. Die Topcap ist aus einem Stück gefertigt. Und was mir auch ganz gut gefällt, die hat hier so eine ganz leichte Riffelung im Metall. Das fühlt sich gut an. Und auch die Beschichtung
fühlt sich so an, als wäre das irgendwie haltbar. Ich meine, ist die Frage, ich weiß nicht, wie lange der halten wird, aber der ist ja auch normalerweise keiner großen mechanischen Belastung ausgesetzt, außer vielleicht so ein bisschen Hitze. Die Coil habe ich jetzt einfach mal drin gelassen, weil ich die Coil jetzt einfach mal drin gelassen habe. Das Trip-Tip, was mitgeliefert wird, bin ich jetzt nicht wirklich so ein Fan von. Es ist jetzt nicht so, als wäre es hässlich, aber dadurch, dass ihr seht, es ist außen abgerundet, aber es ist auch innen abgerundet, ist es mir immer wieder passiert, dass wenn ich daran ziehe, sich durch diese Rundung hier Kondens zur Seite drückt und das Ding sieht direkt sehr, sehr eklig aus. Ich werde es gegen irgendein anderes 810er tauschen, also ja, ich meine, ist letztlich ein bisschen Geschmackssache und es kann auch sein, wenn man das fester gegen die Lippen presst oder tiefer in den Mund nimmt, ist das dann nicht passiert, aber ich setze das gerne an den Lippen auf und das Ding sah direkt super gunky aus und das war nicht irgendwie so ein bisschen Spucke oder so, weil das wird ja nach einer Zeit eintrocknen. Nee, es war wirklich PGVG, so Kondensscheiße aus der E-Zigarette und das war nicht schick. Prost. So, ich wollte das Ding noch gerne bewatten. Dampfen tun wir es nachher. Ich erzähle dann auch, warum nachher. Ich habe hier eine neue Watte. Und zwar Cotton Clouds von Vapefly. Die hat mir Markus von Steam Island mitgegeben. Ich hatte mich beschwert. Und zwar über die Supersorb Cotton Cord. Die habe ich hier hinten liegen. Und eigentlich finde ich das Prinzip der Supersorb Cotton Cord sehr genial. Denn es ist ein langer Strang. Und es ist einfach nachzufüllen. Ich kann Nachfüllpäckchen in Papier kaufen. Ich habe aber eine wertige Dose, die ich zuerst kaufe. Ich muss mir nicht groß Gedanken machen, in wie dick oder wie dünn ich die Watte irgendwie abreiße, wenn ich sowas habe wie Cotton Bacon. Ich mag das Prinzip. Ich finde einfach nur die Watte nicht so gut. Sie ist nicht 100% schlecht, aber sie ist nicht sehr haltbar. Und Markus meinte hier, es gibt was Neues. Es gibt die Cotton Clouds von Vapefly. Probier die mal aus. Das ist auch so ein Strang. Der kommt einfach hier raus. Das Päckchen hier ist einfach nur Karton. Das finde ich auch super. Also keine doofen Foliendinger mehr. Und anscheinend hält es ja trocken. Also es scheint zu funktionieren. Die würde ich gerne einziehen. Ich finde, der einzige Nachteil, den ich bisher feststellen konnte, und das hat auch Markus gesagt, ist, ich habe keine Ahnung, wann sie leer ist. Es gibt kein Sichtfenster. Also wenn hier so eine kleine Aussparung drin wäre, mit der ich sagen könnte, alles klar, es ist irgendwie noch ein halber Meter drauf, ich gehe mir jetzt neue kaufen, wäre das wesentlich praktischer. Die hier ist einfach irgendwann leer und dann, ich meine, vielleicht, keine Ahnung, vielleicht haben sie auch so einen Warner eingebaut. Früher gab es bei Zigarettenplättchen, wenn nur noch 10 drin waren, gab es ein grünes Plättchen, was dir gesagt hat, Alter, geh neue Zigarettenplättchen kaufen, die sind gleich, vielleicht kommt hier sowas. Ich weiß es nicht. Ja, die Bewartung von dem RDA ist halt so einfach, wie die Bewartung von dem RDA ist. Das heißt, ich nehme die Watte so, wie ich sie habe, drehe sie ein kleines bisschen zusammen. Stecke die hier rein, ziehe das Ganze durch. Jetzt muss ich mal gucken, wo ist mein Werkzeug? Da. Schneide ein Stückchen ab. Und jetzt ist es eigentlich nur noch die Sache, ich muss die Watte hier in diese Taschen reinbringen. Und das ist, wie man die da reinpackt, ist bei einem Tröpfler schon fast so ein kleines bisschen egal. Ich meine, man tröpfelt eh nach. Das Ding hat schon so ein bisschen eine Reservoirfunktion und deswegen macht sie lang genug. Ich weiß jetzt auch nicht genau, wie lang sie sein müssen. Ich habe noch keine Erfahrung damit. Aber ich glaube, ja, das wird so passen. Das sieht so gut aus. Bloß schnell scharf. Ich hätt gerne eine gute zweite Kamera für die Detailansicht. Die ist noch nicht so richtig. Es ist eine uralte Sony und die macht noch kein Full HD. Vielleicht kommt das irgendwann. So. Der Möllnir ist gewickelt und bewattet. Ich stecke mal gerade wieder zusammen, nur damit das cool aussieht. Übrigens, das snappt wunderschön ineinander. Ich liebe es, wenn wirklich die
die Topcap und die O-Ringe so gut funktionieren, dass man das Ding zusammendrückt, man spürt kurzen Widerstand und dann macht es klack. Und es ist 1A zu. Und in dem Zusammenhang auch noch wichtig zu wissen, diese Topcap ist auch gleichzeitig die Einstellung für die Airflow. Und das ist alles, was hier an Airflow geht. Also man kann aufdrehen, zudrehen. Es gibt einen Anschlag zu beiden Seiten. Das heißt auch, ich kann, wenn sie geschlossen ist, den Verdampfer auch wunderbar abdrehen. Und auf der anderen Seite ist genau dasselbe. Also Airflow zu beiden Seiten. Die Verarbeitung wirkt gut. Habe ich gesagt, dass er 24 mm im Durchmesser hat. Er ist schick. Ich meine, er könnte matt sein. Dann fände ich ihn noch ein bisschen hübscher, aber er ist schlicht schick. Ja. Geschmack, wie gesagt, machen wir nachher aus gutem Grund. Wir haben jetzt 20 Minuten und seht ihr das? Ich bin schon wieder aufgeregt. Ich weiß, es gibt keinen Grund, das haben mir einige von euch schon geschrieben, aber ich kriege das irgendwie nicht weg. In dem Moment, wo ich auf Aufnahme drücke und dann weiß ich, jetzt keine Schnitte mehr. Und letztes Mal hat es nicht funktioniert. Letztes Mal musste ich einen Schnitt setzen. Dieses Mal kommen wir einfach wieder so durch. Ich räume hier mal Scheiß weg. Wie sieht's denn hier aus? Was hatte ich noch? Ich kam zurück in die Firma am Montag, denn ich hatte schon vor Weihnachten bis Anfang dieser Woche Urlaub. Jetzt ist es so, wir können uns in die Arbeit Pakete liefern lassen, was unfassbar toller Luxus ist, denn es passiert nicht, dass irgendwie der DHL-Bote bei mir vor der Tür steht und dann ist niemand da und dann wird das bei den Nachbarn abgegeben und dann landet die Karte aber woanders oder diese ganze Scheiße passiert nicht, denn bei uns am Empfang werden Päckchen abgegeben. Es ist für einen Empfang manchmal ein bisschen stressig, denn wir werden mehr und mehr Leute in der Firma und um die Weihnachtszeit rum ist dann halt auch noch Urlaub und da sah es am Empfang aus. Es ist ja wie ein Warenhaus, abartig. Und ich kam in die Firma zurück und mein Arbeitskollege hatte schon meine Päckchen, damit die ein bisschen entlastet sind dort, vom Empfang abgeholt und hat sie mir auf den Schreibtisch gelegt. Und ich hatte einen Stapel von Paketen. Eins davon war das Paket von Tjark. Nochmal vielen lieben Dank, abonniert den dicken Mann aus dem Norden. Dann ein Paket von Lukas, wo ich sagen muss, es wird so sein, Lukas hat mir ein kleines Versorgungspaket gemacht. Und ich werde wahrscheinlich nie wieder Biermangel haben in diesem Vlog, denn es ein Riesenpaket voll Craft-Biere, unglaublich. Probieren wir nächste Woche aus. Und noch ein paar Pakete, die habe ich mitgebracht. Ich dachte einfach, wir packen sie hier aus. Wir gucken gemeinsam, was bei mir so an Post ankam. Und das ist das Erste. Das ist von Afex. Auktion für einen guten Zweck. Ihr erinnert euch vielleicht, die Vapor Friends haben eine Auktion gemacht für Afex, wo ich auch so ein bisschen mithelfen konnte mit meinem Bot. Und ich habe auch was ersteigert. Für einen guten Zweck. Und das ist dieses Paket. Da gucken wir rein. Absender ist Christian von Afex. Und ich weiß natürlich, was ich ersteigert habe. Ich weiß auch nicht, wie groß das Ding ist, wie es aussehen wird, wie die Funktion so, was geht denn hier ab? Oh! Ja, dann tschüss Vlog, ne? Es ist eine Wickelmatte und sie ist einfach mal unfucking fassbar groß. Was ist das? Von wem kommt die? Von Blue. Oh, Blue. Ja, mal gucken. Vielleicht, vielen Dank dafür. Vielleicht kann ich da was draus basteln oder die Rückseite verwenden. Mal gucken. Hier ist wahnsinnig viel Zeug drin.
Habe ich echt so viel ersteigert oder eine Wickelmatte von Dampferhändchen? Also eigentlich ist es mir eine Mausmatte. Oder man wickelt sehr kleine Verdampfer. Oh, davon hat er erzählt. Das ist ein handgemachter Wichtel. Guckt mal. Ist das ein bisschen niedlich? Ich komme hier an nichts mehr dran. Ich krieg's nicht scharf, mein Gesicht. Das ist ein handgemachter Wichtel und ich weiß gar nicht, wer die macht. Afex sagt danke. Das ist super. Das ist super süß. Jetzt mal ernsthaft. Kleiner Tannenzapfen und so. Ja, wie geil ist denn das? 18650er? Zwei VTC5. Cool. Definitiv cool. Kann man eigentlich nie genug haben. Schon wieder Bonbons von der Rock'n'Roll in der Bonbon-Manufaktur ASM Eisarom-Shop. Sehr schön. Übrigens, die Gläser sind sehr hübsch. Also wirklich. Das sind die Aromen, mit denen Eisaromen ihre Aromen machen. Und die haben sie in Bonbons gepresst, damit man sich vorstellen kann, wie das so schmeckt. Vapor Shop. Sift dein Tank, putz ihn blank. Das sind einfach Tempos. Ja, cool. Das ist ja mal innovativ. Ich habe noch nie Tempos gesehen, die in Papier eingepackt sind und zwar in so stabil, also richtiger Karton. Super. Ah. Afex Schoki. Danke. Dann. Midnight Munchies ist eines der Liquids, die ich schon lange hier habe. OG Banana. Ist eigentlich sehr lecker. Mir persönlich ist es ein bisschen zu süß. Und das Alpha Bravo von Bang Juice ist drin. Was ist das? Eine Tasse. Eine Tasse von Dampferhändchen.de. Es ist ein Riesenpaket. Ich hätte nicht gedacht, dass das so viel wird. Ein Brief für Akkurutsche 1. Dann werde ich das wohl gleich erst auspacken. Das ist unfassbar viel Zeug, was hier drin ist. Und jetzt endlich das, was ich tatsächlich ersteigert habe. Mehr Folie. Oh Gott. Das ist sie, die Akkurutsche für 18650er. Ach, wie cool. Das läuft ja auch dann noch so in Bahnen von oben nach unten. Das probieren wir gleich aus. Ich packe das mal alles wieder hier rein. Die Akkus brauchen wir. Afex, vielen lieben Dank für das Paket, was hier so mit so Liebe zusammengepackt wurde. Vielen Dank für den Wichtel, das finde ich sehr großartig. Und vielen Dank für die Arbeit, die ihr macht. Denn das muss man halt einfach mal sagen, das passiert alles ehrenamtlich. Die machen das wirklich, wirklich nur für einen guten Zweck. Und das finde ich sehr, sehr toll. Ich muss mal ein Fenster öffnen. Die Idee von so einer Akkurutsche ist, dass man seine Akkus öfter im Wechsel benutzt. Denn wenn man seine Akkus lädt, packt man sie eben ins Ladegerät und kommt immer wieder in die Versuchung, immer wieder die gleichen Akkus zu greifen, denn die sind ja gerade voll. Jetzt lagern aber nebendran irgendwie noch 15, 20 Akkus, die sind auch voll. Die sind aber selten in Benutzung, weil die waren gerade nicht im Ladegerät. Die Idee von so einer Akkurutsche ist, Akkus rotieren zu lassen, indem man volle Akkus oben einwirft, die kommen unten wieder raus und man packt immer mehr rein. Und hier unten zieht man sich dann Akku und die oberen rutschen nach. Wenn den mal gezogen hat, wenn der wieder voll ist, wirft man oben wieder rein und man nimmt den nächsten. Das heißt, Akkus werden irgendwie ein bisschen gleichmäßiger verbraucht. Und diese Akkurutsche hier ist von Dampferhändchen. Massives Holz, wirklich massives Holz. Die ist auch relativ schwer.
Hat an der Unterseite so einen Filz. Das ist sehr schön. Hier vorne ist Fett 18650 eingelasert, damit man auch weiß, welche Art von Akkus man da hat. Und es gibt hier wohl so eine Rutsche, die Akkus runterlaufen können. Und da sie mir Akkus mitgeschickt haben, probiere ich das jetzt mal aus. Also Akku hier oben ansetzen. Nein, er ist hängen geblieben. Rutsch weiter. Genauso ist es gedacht. Ja, komm, noch einmal. Das muss jetzt einmal durchflutschen. Ja, es übt noch. Ja, es läuft da nicht ganz so glatt. Ich muss mal gucken. Vielleicht muss ich an einigen Stellen noch ein bisschen was abschleifen oder so. Aber das ist die Idee. Also ein bisschen Organisation für die Akkus, denn meine Akkus sind hier hinten auf der Fensterbank und die sind all over the place. Ich habe die halt manchmal einfach so in Reihe und Glied da stehen, damit ich vorne einen wegnehme und hinten wieder einen hinstelle und dann manchmal kullern die halt wie eine Lawine durch die Gegend und dann komme ich mal wieder auf die Idee, sie in Boxen zu packen. Dann habe ich aber Boxen, bei denen sehe ich nicht, ob Akkus drin sind oder nicht. Dann werden die wieder nicht genutzt. Ich halte das für eine sinnvolle Anschaffung und ich finde dieses Ding halt einfach hübsch. Das ist Handarbeit und ja, Dampferhändchen, vielen Dank, dass du an Afex spendest. Das ist cool. Dann habe ich noch was. Ich weiß gar nicht, ob ich das auspacken darf. So im Vlog. Ich tue das einfach. Das ist nämlich von 510 Cloud Park. Frohe Weihnachten wünscht 510 Cloud Park. Das kam noch wohl ganz kurz vor Weihnachten oder zwischen den Tagen an. Und es ist anscheinend ein Weihnachtspräsent. Von 510. Wer 510 nicht kennt, also ihr solltet sie eigentlich kennen, spätestens seit Cinnamon Bakery. Das ist ein Zimtliquid, ein Zimtschneckenliquid, was momentan gesuchtet wird von Leuten wie wahnsinnig. Es ist rot. Es ist super rot. Es ist, ganz oben liegt schon ein rotes Center Shock. Und hier ist ein Brief an mich. Soll ich erst in den Brief gucken? Weil ich meine, was man sagen muss, es ist ein Weihnachtsgeschenk von der Firma an jemanden, der Videos macht. Und es ist super schön, dass sie an mich denken, aber denken jetzt Leute irgendwie, ich lasse mich hier bestechen oder so? Ich habe tatsächlich noch nie ein echtes Produktreview über irgendwas von 510 Cloud Park gemacht. Ach komm ey, es fühlt sich gerade an wie Weihnachten, es ist super schön. Frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr. Viele Grüße aus Hessen, Hendrik und Patrick, 510 Cloud Park. Von Hand geschrieben. Ihr seid cool, danke. Ich will jetzt wissen, was hier abgeht. Also, rotes Zeug, noch und nöcher. Wo mache ich das jetzt? Ach komm, ist egal. Schokolade. Sieht man überhaupt noch irgendwas? Hilfe. Ich pack das mal nach unten. Schokolade. Ey, noch ein Center Shock. Hallo. Zwei Center Shocks, wenn das nicht Weihnachten ist. Eine Flasche Apfellikör. Und was geht denn hier? Eine 510 Cloud Park Tasse. Patrick, Hendrik und der Rest des Teams, vielen Dank. Das ist cool. Das ist gerade ein zweites Weihnachten für mich. Und ich wollte euch eh noch erzählen, am 31.01. wird das neue Liquid von 510 released. Das ist das neue aus der Bakery-Reihe. Und sie haben gesagt, ich darf sagen, es heißt Forest und es
wird wohl nach, wie heißt denn dieser Kuchen, diese Torte? Schwarzwälder Kirsch, ne? Forest, Schwarzwald, Forest. Nach Schwarzwälder Kirsch schmecken. Aber das ist noch gar nicht so das Besondere. Wobei ich gar nicht weiß, ob es schon mal eine Schwarzwälder Kirschliquid gegeben hat. Das Besondere wird sein, das Liquid wird released bei Timo im Nebelwerk in Leiching. Also dieser ganz kleine Laden ist, wenn ihr wissen wollt, wie es dort aussieht, wer Timo ist, ich habe mal ein Video über ihn gemacht, ich verlinke euch das hier oben. Klickt das mal an und dann seht ihr, wer Timo ist. Und dort werden sie das Liquid releasen. Das heißt, am 31. gibt es von morgens bis abends schönes Beisammensein im Nebelwerk. Und abends gehen sie wohl auch noch zusammen essen. Und ich mag die Idee super gerne, weil es gibt natürlich genug Hersteller, die sagen, wir machen unsere Releases auf Messen oder feiern dafür irgendwo eine krasse Extra-Party und mieten irgendein Luxushotel oder irgend so ein Quatsch. 510. Die sind ja sehr, sehr auf dem Boden geblieben und wissen ungefähr noch, wo sie herkommen. Und die waren halt schon immer irgendwie mit Timo verbandelt und waren auch bei ihm auf der Eröffnung. Und ja, da haben sie wohl gesagt, hey, support your local dealer. Wir wollen einen kleinen Shop. Und dort wollen wir die Party machen. Aber das heißt nicht, dass nur dort ausschließlich an dem Tag das Liquid rauskommt, sondern das wird wohl deutschlandweit in den Offlinern verfügbar sein. Also wenn ihr bei eurem Offliner eine Release-Party feiern wollt, tut euch keinen Zwang an. Das wird gehen. Und ja, ey, vielen, vielen Dank. Vor allem das mit der Schokolade ist super fies. Ich bin gerade wieder am Abnehmen. Und ich kann das gerade wahnsinnig gut brauchen. Kalorien sind toll. Dann habe ich ein Paket gekriegt. Das ist sehr schick. Ich war Anfang des Jahres jetzt bei Steam Island. Ich war den ganzen Dezember nicht dort. Ich weiß, support your local dealer und so, aber ich habe es irgendwie nicht hingekriegt. Vor allem an einem Samstag hinzugehen, denn samstags gab es halt irgendwie immer ein bisschen Glühwein und Gebäck und so und ich hab's verpeilt. Und ich dachte, dann gehe ich zumindest mal im neuen Jahr dort vorbei und sag mal frohes neues Jahr. Und dann haben wir da gesessen, haben irgendwie noch ein, zwei Bier getrunken. Also Susanne und Markus, die den Laden werfen, sind zwei absolute Herzchen. Der Laden ist ein Scheit. Er ist nicht groß. Die Auswahl ist aber groß genug. Markus ist ein totaler Enthusiast, was das Dampfen angeht. Er ist schon ewig dabei, kennt sich wirklich, wirklich gut aus. Und Susanne, seine Frau, macht mit ihm den Laden gemeinsam und die beiden haben sich da so ein bisschen ihren Traum verwirklicht. Und Markus kam irgendwann mit einer Kiste und meint so, hier, wir haben noch was für Weihnachten für dich. Mal gucken, ob ich das Ding überhaupt hochkriege. Oh, ja, das da. Eine Schatzkiste. Sie haben mir die Schatzkiste geschenkt. Ich war mit dem Fahrrad dort. Ich bin immer mit dem Fahrrad unterwegs und Markus musste mich mit seinem Pickup-Truck nach Hause fahren. Ich zeig euch da mal ein Bild. Das ist der Pickup-Truck von Steam Island. Und ich bin mir ein kleines bisschen sicher. Also es ist ein Ford 100, Baujahr 65 oder so. 300 PS für so einen Pritschenwagen ist, glaube ich, ziemlich beeindruckend. Ich kenne mich da jetzt auch nicht so aus, aber das Ding hat halt gerührt wie ein Traktor und ist super schick restauriert und so. Und ich bin mir sicher, die paar Kilometer, wir sind vielleicht 9 Kilometer mit dem Ding gefahren, habe ich mein CO2-Kontingent für dieses Jahr dann halt auch aufgebraucht. Also ich darf dieses Jahr kein Auto mehr fahren. Und in diese Kiste gucke ich jetzt mal rein. Oh, Alter. Was ist denn hier los? Ein Shirt von Steam Island, vielen Dank. Ein Weihnachtsmann, der hat es leider nicht überlebt, der ist ein bisschen angeknackst. Und so wie ich mir das bei dem Gewicht schon dachte, Bier ohne Ende. Ein dunkles Bock von Engel, ein rot-blondes Duckstein. Ein Atlantic Ale von Störtebeker.
ein Grevensteiner. Und ein... Ne, noch mehr. Alter. Ein Schlenkerla Lagerbier. Zum Glück ein Schlenkerla Lagerbier. Es gibt von Schlenkerla das Rauchbier. Das finde ich super eklig. Und das Lager habe ich noch nicht probiert. Und vielleicht kann ich mich ja überzeugen lassen, dass Schlenkerla tatsächlich doch kein so schlechtes Bier ist. Und ein Mönchshof von Kulmbach aus... Ach, das ist ein Zeugel nochmal. Das Zeugel, das war super geil. Susanne, Markus, ihr seid einfach zu süß. Vielen Dank. Ich räume jetzt hier mal auf. Hei, jetzt sieht's hier geil aus. Und man kann es nicht oft genug sagen, support your local dealer. Wenn ihr im Saarland seid, beziehungsweise wenn ihr in Saarbrücken seid, es gibt zwei Läden, wo ich sagen würde, geht da definitiv vorbei. Das eine ist Steampunk am Markt, der Laden von Raphael Einslayer. Sehr großer Laden, sehr große Auswahl, super coole Leute am Arbeiten. Eine Sitzecke, man hat immer Gespräch. Es gibt einen wirklich, wirklich sehr guten Milchkaffee. Und Steam Island, das ist ein Scheit. Das ist von Saarbrücken aus 10 Minuten mit dem Auto oder 20 Minuten mit dem Fahrrad, je nachdem, wie ihr unterwegs seid. Guckt euch die Läden an. Support your local dealer. vielen Dank für die ganzen Geschenke. Auf euch. Großartig. Muss man noch kurz an der Lampe ziehen. Ich bin aufgeregter heute als sonst, denn manchmal ist man halt so ein bisschen überwältigt von dem, was passiert. Und das hat mich jetzt gerade ein bisschen überwältigt. Und ich kann meinen Bürostuhl kaum noch bewegen, dann löse ich hier eine Flaschenlawine aus. Lasst uns doch auf ein paar Kommentare gucken. Den hatten wir schon. No Low Cut Beats sagt, teste doch mal ein paar uralte Aromen, die damals viele gefeiert haben, dass wir was zu lachen haben. Hihi, was heißt testen? Ich habe noch ein paar im Einsatz und allen voran das Waldmeister von Dampfdorado. Das ist schon seit gefühlt immer am Markt. Und ja, ich sollte mal nochmal so ein paar simple Sachen packen und die durchprobieren. Ich werde irgendwo anfragen. Also ich hätte gern entweder was Simples von Flavor Art oder das Billigste, keine Ahnung, was Dampfdorado oder Intaste so zu bieten hat und was schon immer im Programm ist. Ich finde die Idee gut. Gucken, vielleicht kriegen wir das hin. Danke für den Vlog, Alex. Einzig, die Frage bleibt offen, ob die Pizza noch ankam. Glas spielt auf dem letzten Vlog an. Da hatte Jasmin bzw. Minjas bzw. Ex-Dampf-Euphorie ihren 24-Stunden-Stream. Und ich kam auf die saudumme Idee, ich bestelle jetzt eine Pizza, damit sie diese 24 Stunden auch durchhalten kann. Gesagt, getan, eine riesen Blechpizza bestellt und das die Adresse aus dem Impressum einfach rausgesucht, weil ich dachte, hey, klar, die Adresse muss irgendwo stehen, wenn ein Impressum hat und dann, ja, da ist eine Adresse. Die Bestellung ging auch raus. Die Bestellung kam auch an. Die Bestellung kam halt nur an ihrem Büroplatz an, wo eigentlich nur ihr Vermieter anwesend war. Und der hat sich dann nachts um 11 über eine 40x60 Blechpizza für seine ganze Familie gefreut. Es ist jetzt nicht so, als wäre es total versaut gewesen. Sie kam halt nur nicht bei Jasmin an, aber sie hat sich trotzdem irgendwie gefreut. Ich glaube, sie hätte sich über eine Pizza halt noch mehr gefreut. Aber ja, der Stream war cool und der Versuch war es wert. Rush fragt, ist Chefkoch wirklich Koch oder warum baut er mit Kochgewand und Kochhut Coils? Wer Chefkoch kennt, schlägt immer mal wieder auf Messen auf und ja, er fällt dadurch auf, dass er halt eine Kochjacke trägt und er hat einen Hut auf. Er ist auch ein schwer zu übersehener Kerl. Er stellt schon so ein bisschen was dar und er ist eine kuriose Figur. Und ich dachte, ich lasse ihn das einfach selbst beantworten. So, ihr Lieben, die Frage kam auf, warum ich denn mit Kochmütze und Kochjacke da stehe.
Ich bin gelernter Koch und habe dann das Keulbuilding für mich entdeckt und deshalb Chef Keuls, Chef Koch. Ja, deshalb der ganze Aufzug. So einfach ist es. Ey, danke Markus, dass du mir ein kleines Video gemacht hast. Ja, Markus ist einfach Koch und er macht gute Keuls. Guckt euch das mal an. Er macht das mit viel Liebe und viel Alkohol. Andrea sagt, ich wünsche dir ein frohes neues Jahr. Dir auch, Dankeschön. Hoffentlich wird es was mit dem Vorsatz für 2020. Würde mich sehr freuen. Das heißt, dass ich ein bisschen mehr Content bringe. PS, dafür, dass du für die Box extra die Mato gekauft hast, nutzt du doch immer einen anderen. Taugt der dir nicht so? Das hier ist die Magma-Box von Femovape, habe ich gesagt. Und die habe ich eigentlich gekauft, damit darauf der Mato cool aussieht. Jetzt habe ich so ein, zwei Sachen, die mich davon abhalten, ihn täglich zu nutzen. Punkt 1 ist, ich finde, die Top-Cap geht bei mir zumindest schlecht runter. Das ist ein ziemlicher Gewaltakt, die auseinanderzuziehen, sodass ich ihn befüllen kann. Vielleicht sollte ich da mal die Ohrringe tauschen, vielleicht sind die jetzt auch schon ein bisschen ausgeleiert oder so, keine Ahnung. Oh. Das ist mir halt schon mehrfach passiert, dass ich da abgerutscht bin. Die Topcap ist durch die Gegend geflogen. Und ich finde auch, genauso schwer geht sie zumindest bei mir nochmal rauf. Der obere Ohrring ist ein bisschen zu groß und stülpt sich auch mal so ein bisschen nach unten. Und das hat mich genervt. Das heißt nicht, dass wir da einen schlechten Verdampfer haben, aber das heißt, dass da ein Verdampfer ist, der, ja, in manchen Momenten muss ich dann einfach simpel befüllen können oder will das. Und dann ist das hier immer noch einfacher. Ich meine, der Supreme V2 ist jetzt auch ein Verdampfer, bei dem ich die Liquid Control zudrehen muss. Dann muss ich den oben aufschrauben, dann muss ich ihn befüllen und zumachen. Liquid Control immer offen. Wenn ich in diesem Vorgang irgendwas vergesse, dann wird er siffen. Aber ich habe mich hier dran ganz gut gewöhnt und ja, was der Bauer nicht kennt, ne? So ist das halt leider. Das andere ist, ich will ein anderes Drip-Tip dafür. Das Drip-Tip, was drauf ist, sieht auf der Box hier super cool aus, weil es passt farblich sehr, sehr stimmig auf den Verdampfer und sehr, sehr stimmig zur Box. Aber es ist mir einfach viel zu groß und zu dick. Es entspricht nicht dem, wie ich gerne dampfe. Jetzt könnte ich natürlich einfach ein anderes 810er drauf machen, aber ich hätte gern diesen stimmigen Look und ich habe mir einen Drip-Tip bestellt, was diesen Look nochmal wiederholt, mit so ein bisschen Holzoptik, aber ein schmaler mit Edelstahl und ich glaube, das wird ganz hübsch. Und wenn das so hübsch ist, dann habe ich den auch öfter hier drauf. Ich habe die Coils vom Mato gegen die 2,5 mm Coils getauscht und seitdem läuft er wie von der Kette, also der lief jetzt vorher schon gut und jetzt läuft er noch mal um einiges besser. Da kann nichts mehr trocken laufen. Ich sauf den mit diesen Colts, mit diesen Dochten. Sorry, ich meinte die ganze Zeit Dochte. 2,5 mm Dochte. Mit diesen Dochten sauf ich den komplett leer, bis auf den letzten Tropfen. Ich sehe gerade, Simon streamt gerade parallel und schreibt mir immer Dinge. Und er meldet sich gerade in Skype und ich muss mal gucken, was hier los ist. Das Dumme ist, er ist auf dem Bildschirm da hinten und ich muss das auf dem Bildschirm hier vorne bringen. Ach, er fragt, ob ich jetzt Zeit habe. Simon, ich antworte dir live und sage, meine Tastatur funktioniert nicht, weil das Dongle da hinten ist. Bin gerade live im Vlog quasi. Grüße von meinen Zuschauern. Ich weiß nicht, ob er jetzt denkt, dass ich jetzt live bin. Oder ob ich... Ist ja egal. Er weiß jetzt Bescheid. Wo war ich denn? Ach so, ja. Und mit diesen Dochten ist es mittlerweile unfassbar gut. Da gefällt mir der Mato richtig, richtig gut. Christian Müller sagt,
DIY Greenstar, immer noch eine Empfehlung als Daily und sauer. Im letzten Vlog habe ich gesagt, ich hätte gerne mal ein Liquid, was richtig, richtig sauer ist. Und Christian hat mich auf DIY Greenstar schon mal verwiesen. Aber ich hatte bisher noch nicht so die Muße, es zu testen. Aber ich habe es hier. Das ist von DIY Monster. Die kommen als... Also es gibt die in zwei Varianten. Es gibt einmal so Longfill oder Shortfill. Eine 60 ml Flasche mit ein bisschen Aroma drin, das man auffüllen muss. Oder man kann sie auch als 10 ml Flaschen kaufen. Was ich ja immer sehr großartig finde. Und das habe ich angemischt. Ich habe die ganze Kollektion hier und die sollte ich vielleicht mal irgendwann noch testen. Oder ich sollte euch mal irgendwann noch verlosen. Eins von beidem. Die kommen aus England, made in the UK, von Cloud Vapor heißt die Firma. Und ich finde die Gestaltung ganz knuffig. Ich weiß nicht, ob man da jetzt eine Debatte starten könnte, ob es zu kindlich ist. Aber die sehen so schön schlicht aus und alle in einer anderen Farbe. Also es gibt Greenstar, Bluestar, Pinkstar, Redstar, ihr versteht das Prinzip. Und ich habe davon ein bisschen was angemischt. Das steht jetzt seit 3 Tagen. Vielleicht ist das auch zu kurz. Und jetzt kommt der Moment, wo wir den Mölln hier zum ersten Mal austesten. Ich habe ihn schon getestet. Ich hab schon eine Meinung zu. Und ich weiß nicht, ob es der optimale Tröpfler ist, um Liquids zu testen, denn bei so einer tiefen Liquidwanne kann man da auch wahnsinnig viel reinkippen. Und man kann natürlich weniger Watte reinmachen, aber dann sammelt sich unten drin das Liquid. Ich weiß nicht, ob es der ideale sein wird, aber ich erzähle erstmal was darüber. Die Coil hat übrigens 0,6 Ohm. Dachte ich erst, das wird wahrscheinlich nicht gut funktionieren. Aber ich bin jetzt bei 38 Watt. Der Zug ist sehr restriktiv. Und wir probieren jetzt erstmal den Tröpfler aus. Das sind 38 Watt. Tjark sagte mir, das genügt ihm nicht. Wenn Tjark einen Tröpfler will und dann sieht das irgendwie so aus. Hat sich da irgendein 40 mm Monster oder so auf diese Riesenbox von Steamcrave geschraubt. Wie gesagt, das hier sind nur 24 mm und der Zug ist begrenzt. Aber ich finde, er nebelt ganz gut und der Geschmack ist saugeil. Ich finde eh, dass bei vielen Tröpflern der Geschmack besser wird, wenn der Luftzug so ein bisschen begrenzt ist. Und hier ist er halt genauso, wie er gedacht ist. Er ist mit Mato vergleichbar. Mato ist jetzt da hinten. Aber ich würde sagen, er ist noch ein bisschen restriktiver als der Mato. Aber dadurch gewinnt der Geschmack unfassbar. Für einen Single-Coiler wirklich geil. Wird das mein neues Tröpflergerät für den, naja, für den Alltag? Ich habe im Alltag nur noch selten Tröpfler am Start. Ich fand es jetzt ganz schön, in der Firma nochmal einen Tröpfler rumfliegen zu haben. Die letzten 1-2 Tage. Denn
Damit konnte ich mal schnell raus, irgendwas Süßes dampfen gehen und dabei große Wolken machen. So das, was einem so für die Kaffeepause fehlt. Und ich weiß nicht genau warum, aber süße Sachen kommen bei mir eigentlich nie in den Tank. Ich hatte hier Black Hole getröpfelt, der Geschmack war ganz fantastisch. Es war nicht nur süß, sondern die ganzen Nuancen, die in diesem Liquid drin sind, kamen alle wunderbar raus. Und auch mit diesem Liquid ist das, ja, Geschmack ist geil. Also Tiag, vielen Dank. Ich stehe auf diesem kleinen Bastard. Ich weiß gar nicht, was der kostet. Der ist wahrscheinlich nicht so teuer. Der ist made in China. Bei Anthony Vapes von Cthulhu Mods. Ich weiß es nicht. Schattenredaktion, ihr könnt ja mal hier unten irgendwie ergänzen, was das Ding kostet, falls es jemand interessieren sollte. Und was es garantiert nicht ist, das ist ein Cloud-Competition-Gerät. Dafür ist er viel zu begrenzt im Zugverhalten. Und ich weiß auch nicht genau, warum man ihn noch weiter schließen kann, denn ich finde eigentlich, so wie er jetzt ist, ist das die maximale Untergrenze, was aus so einem DLer an Luft durchgehen sollte. Ich mache mal noch ein bisschen weiter zu. Kommt man schon fast hinter den Atem. Ja, also für mich auf jeden Fall muss das Ding offen sein, weil dann wird's zu begrenzt und dann wird's auch ein bisschen wahnsinnig. Aber er ist cool. So, Greenstar von DIY Monster. Ich habe es noch nicht probiert. Es ist irgendwie Zitrus. Und ob das eine leichte Frische hat, kann ich gerade gar nicht sagen, da ich momentan den ganzen Tag Menthol dampf. Aber es schmeckt auch wirklich grün. Es schmeckt limettig und es schmeckt, keine Ahnung, Gurke ist es nicht. Könnt ihr mal gucken, wie das mit Pairing so ist. Das ist krass, denn da kommt beim Bier jetzt eine Bitternote raus, die da vorher nicht war, und das ist sehr lecker. Oh, geil. Das ist komischerweise ein Top-Pairing. Irgendwas ist hier süß und schmeckt auch so ein kleines bisschen nach Himbeer oder so. So. Es ist. Wir hatten hier eben Center Shock. Und Center Shock sind ja auch immer so Mischungen, die man nicht so genau bestimmen kann. Und es schmeckt eigentlich nach einem amerikanischen Kaugummi, wo auch Zitrone mit drin ist. Es schmeckt auch ein klein wenig nach Bubblegum, würde ich sagen. Ja. Ja, es schmeckt ein bisschen nach amerikanischem Bubblegum. Und es schmeckt zitronig und was da sonst drin ist, keine Ahnung. Ich guck mal nach, was die so schreiben. Oha, das Greenstar, das verrückteste unter den Monstern, kommt mit der spritzigen Mischung aus Kaktus, säuerlichen Bonbons und einem Hauch Blutorange. Aha, also ist das keine Zitrone, sondern Blutorange. Sieh eine an. Es schmeckt gut. Und ich sollte Nachtröpfeln nicht vergessen. Und ich kann mir das auch wunderbar im Tank vorstellen, dass nicht so süß ist. Ich behaupte weiterhin, ich schmecke da ein Kaugummi raus.
Und es ist säuerlich. Was es nicht ist, ist sauer. Ich glaube auch, das ist so ein bisschen... Ist das Bier schon leer? Das Bier ist leer, wir müssen gleich aufhören. Ich behaupte, das ist so ein bisschen ein Definitionsding. Denn sauer fassen alle so ein bisschen unterschiedlich auf. Bei mir ist es so, ich kann ohne Probleme eine Zitronenscheibe beißen. Da verziehe ich das Gesicht nicht. Ich finde das lecker. Ich finde das super sauer. Aber ich finde das nicht unangenehm. Ich mag das. Und diese Säure hätte ich gerne mal in einem Liquid. Eine Center-Shock-Säure. So, dass es dir halt auch so ein bisschen im Nacken kribbelt. Ich weiß, was hier gemeint ist. Und ich weiß, was Christian gemeint hat, als er meinte, es ist sauer. Es ist nicht saurer als andere Liquids. Aber ich mag's. Es ist eine gute Mischung. Es ist jetzt nach ein, zwei Tagen eigentlich schon ganz kräftig nachgedunkelt. Und ja, da stellt sich so ein bisschen die Frage, wie es zu den Colts und so ist. Das werde ich rausfinden, denn tatsächlich, mein Blackline ist jetzt leer und das hier kommt als nächstes einfach in den Tank. Und ich werde diese Buddel hier vernichten. Quasi. Ich find's gut. Ja, wie gesagt, es sind noch mehr DIY-Monster hier. Wenn euch das interessiert, könnt ihr auch mal einen Kommentar da lassen. Nee. Ich finde die Kombination immer cool, dass man es in 60 ml Flaschen kriegt und in 10 ml Flaschen als Refill. Und die Refills sind, glaube ich, 2 Euro günstiger oder so. Ich könnte jetzt nachgucken, aber irgendwie so war das. Von 6 Euro auf 8 Euro kostet es. Ja, das war's. Das war gerade so knapp eine Stunde. Ich hätte gedacht, es dauert länger. Aber ich merke, ich bin immer noch bei den Vlogs so ein bisschen arg hektisch und am Hin- und Herrödeln und ja, ich muss jetzt nochmal dampfen und ich will Bier trinken und ich will was erzählen und ich muss Knöpfchen drücken und Pakete auspacken und wir kommen in eine Routine. Es ist der 6., glaube ich. Ich würde mich freuen, wenn ihr nochmal zuguckt, wenn ich das nochmal versuche. Und ich werde das noch ein paar Mal versuchen. So zumindest ist der gute Vorsatz für 2020. Ihr könnt mir helfen, indem ihr dieses Video verteilt. Denn ich habe momentan das Problem, ich bin bei YouTube irgendwo im Nimbus gefangen und ich komm da nicht mehr raus. Es wird nicht mehr monetarisiert, weil es Dampf-Content ist. Was nicht mehr monetarisiert ist, ist für YouTube nicht mehr rentabel. Was nicht rentabel ist, wird nicht vorgeschlagen. Was nicht vorgeschlagen wird, wird nicht abonniert. Yada, yada, yada. Was nicht abonniert wird, wird nicht gesehen. Also wenn ihr noch nicht abonniert habt, drückt mal auf Abonnieren. Wenn ihr Bock drauf habt, drückt auf die Glocke. Gebt ein Like, hoch oder runter, je nach wie es war. So, ne? Oder macht das nicht. Keine Ahnung. Ihr seid erwachsene Leute. Macht, was ihr wollt. Guckt das nächste Mal wieder rein. Ich sag danke fürs Zuschauen und bis bald. Ciao. Nein, nein, ich habe das alte Video noch da drin. Ich habe das nicht geändert. Kann ich das live fixen? Wir tun jetzt einfach so. Ich mach. Tschüss.